Herzlich willkommen, liebe Gemeinde. Ich begrüße Sie zu unserem Heiligabend-Gottesdienst aus der St. Katharinenkirche in Frankfurt am Main. Weiße Weihnachten, mitten durch den Schnee zur Christvesper gehen, von allen Seiten Glockengeläut hören und dann mit vielen Menschen in einer großen Gemeinschaft, in einer schön geschmückten Kirche, die vertrauten Lieder singen. So stelle ich mir Weihnachten vor. So wünsche ich mir den Heiligen Abend. Heute ist vieles von dem nicht. Doch wer weiß, wie vieles davon nur äußerlich ist. Durch die Corona-Pandemie bedingt feiern wir in diesem Jahr Heiligabend und Weihnachten anders. Schnee ist ein Sinnbild. In all dem Äußeren finden sich Spuren der Sehnsucht nach Liebe, Wärme und Hoffnung. Denn es gibt bei allen Menschen Liegengebliebenes und Versäumtes, Enttäuschungen und Ängste, Kummer und Schmerz. Ich lade Sie ein, gemeinsam auf die Botschaft des Heiligen Abends zu hören und sich da, wo Sie nun gerade sind, zu öffnen für das, was uns gesagt ist. Gott wird Mensch. Zu diesem Fest sind wir eingeladen, die Fröhlichen und die Traurigen, damit es bei jeder und jedem von uns auch innen im Herzen hell und trostvoll wird, so wie wir es uns wünschen. Gott im Himmel und auf Erden hat dazu alles getan. Nun feiern wir, um ihm für seine Liebe zu danken, dafür, dass er bei uns ist, in allem, was geschieht. So feiern wir im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Gott im Himmel und auf Erden, nun ist der heilige Abend da. Ganz nah ist deine Gnade, ganz nah ist das Ja, das du zu uns gesprochen hast. So komm in unsere Mitte, in unsere Wohnungen, in unser Leben. Tritt ein und wir wollen dich begrüßen unter uns im Kind in der Krippe. Wir wollen deinen Segen empfangen und froh werden darüber, dass schon jetzt, schon hier das Dunkel deinem Licht weichen muss.
Wir danken dir für die Freude der Weihnacht. Lass uns von ihr ergriffen werden, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder, der mit dir und dem Heiligen Geist wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören das Weihnachtsevangelium nach Lukas. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Mr.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Thank you.
Liebe Gemeinde, wie die Hirten stehen auch wir jetzt vor der Krippe. Wir kommen als Beschenkte und bedanken uns. Gottes Liebesnähe ist uns geschenkt. Gott kommt als Mensch zu uns Menschen. Wir schauen dieses zarte Kind in der Krippe an. Und in seinem Antlitz sehen wir die Menschen, die all das nicht haben, wovon uns Leben und Sinn abzuhängen scheinen. Vielleicht spüren wir gerade in dieser Zeit oder schon das ganze Jahr hindurch, wie unverfügbar vieles ist. Unsere Gesundheit oder ob ein anderer Mensch mit uns durchs Leben geht oder uns verlässt. Und vieles mehr. Wie den Hirten sagen uns die Engel, wegen dieses göttlichen Kindes, fürchtet euch nicht. Gott ist nahe. Gott ist an eurer Seite mit seinem Trost. Dieses Christuskind ist gekommen, um euch Hoffnung zu schenken und zum ewigen Leben zu führen. Nicht erst dereinst, sondern jetzt schon, getragen von einem großen Ja. Du bist geliebt von Gott, so wie du bist. Wie den Hirten will der Engel die Vision von Frieden und Gerechtigkeit für diese Erde neu in unser Herz pflanzen. Die Vision von Liebe, Respekt, von Anerkennung und Dankbarkeit. Dass dadurch in uns eine Haltung zum Leben entsteht, die dem Guten dient. In diesem Jahr sind Eigenschaften von uns verlangt, wie wir sie von den Figuren des Weihnachtsevangeliums kennen. Zum Beispiel Josef. Er akzeptiert, wie die Dinge gekommen sind. Er achtet Maria und achtet auf Gottes Wort im Traum. Er handelt nach Gottes Weisung, ist geduldig und fromm. Maria, hingebungsvoll antwortet sie: Ich bin Gottes Magd, Mitarbeiterin an Gottes Plan für eine bessere Welt. Sie steht für die Armen, die Übersehenen. Auch ihr habt Würde, lasst euch nicht durch eure Armut zwingen, eure Würde zu vergessen, euer Selbst aufzugeben. Wir schaffen nicht das Paradies auf Erden, aber vielleicht gelingt es uns, Kraft aufzubringen wie die Hirten, die schützen und pflegen. Aufs Heute übertragen, andere Menschen zu schützen. Auch daran zu arbeiten, dass die Welt ein menschenwürdigeres Gesicht bekommt. Verantwortung geht vor Besitzstreben. Und wo Menschen einander trösten, da tun sie das, was sie von den Engeln gelernt haben. Gottes Liebe durchzieht unser ganzes Leben. Manchmal ist sie nur zu hoffen und manchmal ist sie zum Verzweifeln nicht zu spüren. Deshalb braucht es immer wieder die Botschaft von Weihnachten, damit der Glaube in Zeiten der Not trägt. Dafür muss er tragfähig geworden sein, fähig Nöte zu tragen und fähig Hoffnung zu spenden. Weihnachten ereignet sich deshalb in mir. Deshalb singen wir alle Jahre wieder: Zieh in mein Herz hinein. Und so ist jedes Glück Grund, Weihnachten zu feiern, um Gott zu danken für all das Gute. Und jede Traurigkeit und jeder Schmerz ist Grund, Weihnachten zu feiern, um gerade dem etwas Schönes und Tragendes daneben zu setzen. Auch der Unfriede in Familien und in der Welt ist Grund, Weihnachten zu feiern, weil das Fest neben diese Erfahrungen ein Bild der Hoffnung setzt, es möge anders sein. Friede, Licht, Leben, Freude, Liebe.
Ihnen und uns allen einen gesegneten heiligen Abend und ein friedvolles, frohes Weihnachtsfest. Amen. Lasst uns miteinander beten und füreinander. Frieden auf Erden, das ist unser Gebet. Wir bitten dich, Gott, für den Frieden in der Welt und in uns. Wir möchten, dass alle Kinder dieser Welt gesund und fröhlich aufwachsen können. Wir möchten, dass das Jahr 2021 das Jahr wird, wo wir weltweit Corona überwunden haben. Wir möchten, dass alle Menschen eine sinnvolle Arbeit haben und behalten und dafür einen gerechten Lohn erhalten. Wir möchten, dass niemand mehr hungern und verhungern muss, dass Gerechtigkeit herrscht. Die Mächtigen dieser Erde sollen sich beugen vor den Menschen, wie einst die Weisen sich beugten vor dem Kind. Wir ersehnen die Versöhnung zwischen den Völkern und Volksgruppen dieser Erde. Besonders bitten wir heute für alle Einsamen, Kranken, Hinterbliebenen der Verstorbenen. Gott, gib Licht in die Dunkelheit. Wir gedenken auch aller, die heute und an den Feiertagen arbeiten und ihren Dienst für uns alle tun. Dafür sind wir dankbar. Wir danken für alle Zeichen der Hoffnung. Wir danken dafür, dass es Liebe gibt. Wir danken für alles Gute und Schöne, woran wir uns freuen. Wir danken für dieses Weihnachtsfest. Und gemeinsam sprechen wir das vertraute Gebet wie Jesus Christus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Musik.
so empfangt den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.